Demin, Urenkel des Kaisers Than Nong, lehrte die Vietnamesen den Reisanbau. So beginnt, der Legende nach, die Geschichte des Landes am Rand Südostasiens. Auf den ersten Blick scheint sich in den letzten 3000 Jahren wenig geändert zu haben. Das tropische Klima ermöglicht 3 Ernten im Jahr. 100 Tage vergehen von der Aussaat bis zur Ernte. Reisfelder prägen noch immer weite Landstriche Vietnams. Die nahrhaften Körner sind das Grundnahrungsmittel für eine aufstrebende Nation. Für eine überwiegend junge Bevölkerung, die nach Kriegen, Kolonialherrschaft und bitterster Armut endlich optimistisch in die Zukunft blicken kann. Das kriegerische 20. Jahrhundert ist tief in das kollektive Volksgedächtnis eingebrannt. Nach wie vor wird dem Nationalhelden gehuldigt. An der Stelle, wo er 1945 die Unabhängigkeitserklärung verlas, liegt der Vater der Nation heute aufgebahrt. Ein Mausoleum in sozialistischem Monumentalstil. Dabei wollte Ho Chi Minh eigentlich jeglichen Heldenkult um seine Person vermeiden. Onkel Ho, das ewige Vorbild, hart arbeitend und spartanisch lebend im Dienste des Volkes. Ho Chi Minh hätte auch im Palast des französischen Generalgouverneurs residieren können, als die Kolonialherren nach 9 Kriegsjahren und der Teilung des Landes endlich vertrieben waren. Der siegreiche Revolutionär bevorzugte ein landestypischeres Domizil, von dem aus er die Geschicke des kommunistischen Nordens lenkte. Einen weiteren, noch grausameren und länger andauernden Krieg konnte auch er nicht verhindern. Wieder einmal wurde Vietnam zum Spielball der Großmächte, Nord gegen Süd, Kommunismus gegen Kapitalismus. Das verlustreiche Ringen endete erst 1975 mit dem Sieg Nordvietnams. Onkel Ho erlebte die Erfüllung seines Herzenswunsches, die Wiedervereinigung seines Vaterlandes, nicht mehr. Er war bereits 1969 verstorben. Der Rote Fluss, die Lebensader Nordvietnams. Wo sich einst die ersten Viet niederließen, wächst heute die Millionenmetropole Hanoi immer weiter ins Umland. Thang Long, aufsteigender Drache, so taufte Kaiser Lee Tai To die Ansiedlung im Jahr 1010 und machte sie zu seiner Hauptstadt. Der Stadtgründer hat das Wahrzeichen Hanois immer im Blick. Der Schildkrötenturm, errichtet zu Ehren eines legendären Seebewohners. Genau hier soll im 15. Jahrhundert eine Schildkröte aus den Fluten getaucht sein. Sie übergab Kaiser Le Loi ein goldenes Schwert, mit dem dieser die chinesischen Besatzer vertrieb. Nach gewonnenem Freiheitskampf verlangte sie das Schwert zurück und verwandelte es in einen jadefarbenen Drachen. 6,5 Millionen Menschen leben heute offiziell im Großraum Hanoi, Tendenz steigend. Vor allem die Jugend zieht es in Massen aus den Dörfern in die Metropole, die mit Arbeit und einem kleinen Wohlstand lockt. Durch das einzig verbliebene von ehemals 16 Stadttoren geht es hinein in die Altstadt, den am dichtesten bebauten und bewohnten Stadtteil. Handel und Gewerbe haben eine lange Tradition im Viertel. Bereits im 11. Jahrhundert ließen sich hier Handwerker, Bauern, Fischer und Kaufleute nieder und lebten von der Versorgung des kaiserlichen Hofstaats. Am anderen Ufer des Sees des zurückgegebenen Schwertes wird die Architektur augenfälliger. Prachtbauten wie das 1901 erbaute Opernhaus erinnern an französische Großmachtträume. Fast 100 Jahre lang regierte die Grande Nation von Hanoi aus ihre Kolonie Indochina. Die Symbole des wirtschaftlichen Aufschwungs. Überall in der Stadt entstehen neue, moderne Geschäftsviertel.
Büroräume und Wohnungen für die ins Land drängenden internationalen Firmen und deren Mitarbeiter. Parkmanagement in Perfektion. Sollte der Traum vom eigenen Auto für jeden Vietnamesen wahr werden, das Chaos wäre perfekt. Ich bin neu hier, bitte helfen Sie mir über die Straße. Hilfsbereitschaft liegt den Vietnamesen im Blut. Die Ordnung aller Dinge, die Harmonie aller Beziehungen, das strenge konfuzianische Gesellschaftsmodell. Abgesehen vom Straßenverkehr bestimmt es den Alltag der Vietnamesen bis heute. Das Erbe von über 1000 Jahren chinesischer Fremdherrschaft. Zu Ehren des großen Meisters wurde im Jahr 1070 der Literaturtempel errichtet. Besuch und ausgiebige Fotodokumentation sind nach bestandenen Prüfungen obligatorisch. Der Tempel diente einst als erste Universität des Landes, in der die Mandarine, die höchsten Staatsdiener des Kaisers, ausgebildet wurden. Entsprechend den vier Prüfungsarten des konfuzianischen Systems ist die streng gegliederte Anlage in ebenso viele Höfe eingeteilt. Bildung ist die beste Waffe für das Land, lautet die Botschaft an die Jugend. Auf dem Rücken steinerner Schildkröten, die Sinnbilder für Weisheit und Dauer, sind auf Stelen die Namen der erfolgreichen Kandidaten verewigt. Die höchste Beamtenprüfung bestand aus Abhandlungen über Literatur, Ethik und Politik, poetischen Kompositionen und dem Verfassen administrativer Texte. Im vierten und wichtigsten Hof des Literaturtempels steht das Haus der Zeremonien mit dem Altar des Konfuzius. Die beiden Bronzekraniche hatten dem Meister die Prüfungsergebnisse zu übermitteln. Der Alltag der Vietnamesen wird bis heute von den alten Prinzipien geprägt. Vor allem innerhalb der Familie, dem Grundpfeiler der Gesellschaft und dem allgemeinen Umgang miteinander. Es ist zum Beispiel genauestens festgelegt, wie man sich Jüngeren oder Älteren, höher oder niedriger Gestellten gegenüber zu verhalten hat, wie man seine Eltern ehrt oder wie man Freude und Trauer ausdrückt. Tausend Jahre Stadtgeschichte. Hanoi hat sich anlässlich des Jubiläums im Jahr 2010 auch technisch auf den neuesten Stand gebracht. An die zahlreichen düsteren Kapitel der Stadt- und Landesgeschichte erinnert die Statue direkt daneben. Ich bin bereit, für mein Vaterland zu sterben. Das beeindruckendste Mahnmal für den Frieden sind die Trümmerteile von abgeschossenen US-Bombern und Waffen. Während des Vietnamkriegs wurden weite Teile Hanois zerstört. Davor hatte der Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich Leid und Schrecken gebracht. Wiederum davor die japanischen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs. Von frühester Zeit an musste sich das Land gegen den mächtigen Nachbarn China zur Wehr setzen. Am Westsee erinnert nichts an die oftmals tragische Landesgeschichte. Wer hier wohnt, hat den Traum vom Wohlstand bereits verwirklicht. Auf einer Insel wird Buddha verehrt. Seine Lehre kam vor rund 2000 Jahren aus China und Indien ins Land und spielt eine wichtige Rolle im religiösen Leben der Vietnamesen. Auch animistische Traditionen sind noch lebendig. Gaben für die Erdgeister und Ahnen, denen es im Jenseits an nichts mangeln soll. Auch Bier und Zigaretten dürfen nicht fehlen. Bühne frei für ein traditionelles Spektakel. Die Stars beim Wasserpuppentheater werden von denselben Künstlern geschnitzt wie die Figuren an den Tempeln. Die Kunstform entstand einst zur Volksbelustigung in Dörfern, eroberte dann aber sogar den kaiserlichen Hof. Im Laufe einer Aufführung werden bis zu 30 Szenen gezeigt. Meist handeln sie von wichtigen geschichtlichen Ereignissen. Diese Künstler sorgen für musikalische Untermalung und leihen den hölzernen Helden ihre Stimme.
Bewegt werden die Figuren von Puppenspielern hinter der Bühne, die bis zur Hüfte im Wasser stehen. Das Geschehen variiert von lustig und turbulent bis hochdramatisch und traurig. Beliebt sind neben Alltäglichem auch Szenen aus klassischen Opern und Tänze. Ein neuer Tag in der Hauptstadt. Auf dem Blumengroßmarkt beginnt er lange vor Sonnenaufgang. Pünktlich um 6 Uhr am Ho Chi Minh Mausoleum. Fahnenappell zu den Klängen der Nationalhymne. Frühsport für die Genossinnen und Genossen. Ganz im Sinne der Volksgesundheit hält sich die Damenwelt mit Gymnastik und dem allseits beliebten Badmintonspiel in Form. Andere packen bereits produktiv mit an oder klären noch die wichtigsten Dinge bei einem Schwätzchen. Die gemeinsame Ertüchtigung nach westlichem Vorbild gerne auch direkt an der Hauptstraße. Nur 2 bis 3 Meter breit, dafür bis zu 60 Meter tief. Ein typisches Altstadthaus mit gleich 2 entscheidenden Vorteilen. Spart die Steuerlast, die traditionell nach der Breite der Frontseite berechnet wird, und ermöglicht mehr Familien Präsenz an der Verkaufsfront. Noch geht es gemächlich zu in Hanois lebhaftestem Viertel, dessen 36 Gassen einst strikt nach Gewerben getrennt waren und es zum Teil bis heute sind. Allgegenwärtig die fliegenden Händlerinnen, die schon seit Stunden auf den Beinen sind. Ihre Waren haben sie mühsam aus ihren Dörfern in die Metropole transportiert. Mittlerweile hat das Verkehrsaufkommen fast seine Normalfrequenz erreicht. Erste Pannen werden vom mobilen Mechaniker an Ort und Stelle repariert. Schüler genießen bereits die erste Pause. Reger Handel und bescheidener Wohlstand statt bitterster Armut. Der rasante Wandel hat einen Namen, Doi Moi, die Politik der Erneuerung. Eingeleitet 1986 von der Kommunistischen Partei. Deren Macht ist zwar nach wie vor absolut, Demokratie kein Thema. Aber privates Unternehmertum ist seitdem wieder möglich und Privatbesitz erlaubt. Ein produktiver Motivationsschub. Der Spagat zwischen Sozialismus und freier Marktwirtschaft scheint ähnlich wie in China zu gelingen. Doch wie im boomenden Nachbarland hat der Konsumismus auch die Kluft zwischen Arm und Reich drastisch vertieft. Onkel Ho und die Kommunistische Partei lassen grüßen. Auch in Lao Cai, eine kurvige und bergige Tagesreise von Hanoi entfernt, ebenfalls am Roten Fluss gelegen. Auch hier brummen Verkehr und Handel, wie es sich für eine Stadt an der vietnamesisch-chinesischen Grenze gehört. Seit 1994 pflegen die traditionellen Erzfeinde wieder rege Handelsbeziehungen. Nur architektonisch tobt der Wettstreit weiter. Wer baut mehr moderne Hochhäuser in der tiefsten Provinz?
Aber wenigstens rollen heutzutage Güterlastwagen statt Panzer über die Grenzbrücke. Laogai ist ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des Berglandes im Nordosten von Vietnam. Hügelketten und Hochebenen nehmen fast 3/4 der Landesfläche ein. Gleichzeitig sind sie die am dünnsten besiedelten Gebiete und werden zum Großteil von Bergvölkern bewohnt. Es gibt 53 verschiedene Volksgruppen. Manche leben grenzüberschreitend auch in China, Kambodscha und Laos. Zu erkennen sind sie an ihren jeweiligen Trachten, die sie wie diese Hmong-Frau auf traditionelle Weise selbst fertigen. Auch der Mais wird hier noch nach bewährter Technik und mit viel Geschick gemahlen. Männer vom Volk der Dao bei der Herstellung eines traditionellen Instruments. Das richtige Leder ist entscheidend für den Klang. Die Feinabstimmung erfolgt dann über das fachgerechte Anbringen kleiner Holzstücke, die die Trommel zum Unikat machen. Soundcheck. Die Dao-Frauen sind mit einer noch filigraneren Tätigkeit beschäftigt. Mittlerweile wird nicht nur für den Eigenbedarf gestickt, sondern auch für den Verkauf an Touristen. Und wie wird seine Zukunft aussehen? Zumindest wird er deutlich besser ausgebildet sein als seine Eltern. Das traditionell gute Bildungssystem hat selbst die abgelegensten Winkel Vietnams erreicht. Auch für die Kinder der Berge herrscht 5 Jahre lang Schulpflicht. Ackerbau und Viehzucht sowie bargeldloser Tauschhandel. So sah das Leben der Bergvölker noch vor wenigen Jahren aus. Der zunehmende Tourismus hat es deutlich verändert. Plötzlich gibt es die Möglichkeit, an Geld zu kommen. Es locken Fernseher und Satellitenschüsseln, Kühlschränke, die Chance auf ein vermeintlich besseres Leben. Es bleibt zu hoffen, dass die größte Minoritätengruppe des Landes dem Fortschritt nicht irgendwann ihre Traditionen opfert. Zum Zentrum des Fremdenverkehrs hat sich die Stadt Sa Pa entwickelt. Immer mehr Hotels, Restaurants und Boutiquen konkurrieren um zahlungskräftige Kundschaft, die von hier zu Trekkingtouren aufbricht oder einfach das bunte Treiben beobachtet. Auch das Miteinander von Bergvölkern und ethnischen Vietnamesen lässt sich bestens studieren. Sie stellen über 90% der 86 Millionen Landesbewohner. Kin, Bewohner der Ebene, nennen sie sich selbst stolz. Trotzdem zieht es immer mehr von ihnen in höher gelegene Regionen. Manche wurden aus dicht besiedelten Küstenprovinzen umgesiedelt, andere hoffen, vom zunehmenden Tourismus in den Bergen zu profitieren. Einen ersten kleinen Boom erlebte Sa Pa während der Kolonialzeit. Das mitteleuropäische Klima behagte den Franzosen so sehr, dass sie das damalige Provinznest als Höhenkurort ausbauten. Temperaturen um den Gefrierpunkt sind im Winter durchaus möglich, sogar Schnee. Im Sommer dagegen herrschen angenehme 20 Grad. Bei schönem Wetter kann man den Phan Xi Phan sehen,
mit exakt 3.143 Metern der höchste Berg des Landes. Das Bergland und die endlose Küste, die typischen Landschaftsmerkmale Vietnams. Ha und Son, Wasser und Berge. Schon die ersten Legenden handeln von diesen beiden Begriffen. Kombiniert bedeuten sie Heimat, Ha Son. Kapitän Ken ist den Neid der Kollegen gewohnt. Schließlich hat er das Kommando über eines der modernsten und luxuriösesten Schiffe im Golf von Tonkin. Zudem ist sein Einsatzgebiet die begehrteste Region des Landes. Ha Long Bay, die Bucht der herabsteigenden Drachen. Eine der Hauptattraktionen Vietnams und seit 1994 von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Entstanden ist das Labyrinth aus über 3000 Kalksteininseln während der letzten Eiszeit. Wie so oft ist die Legende faszinierender als die Realität. Vor ewigen Zeiten, als die Vietnamesen wieder einmal von Feinden aus dem Norden bedrängt wurden, sandte ihnen der Himmel einen riesigen Drachen zu Hilfe. Dieser zermalmte die Angreifer mit gewaltigen Schlägen seines Schweifs und riss dabei tiefe Kerben und Scharten in das Land. Nach vollbrachter Tat versank der Drache im Meer und überflutete dabei Täler und Schluchten. Seitdem ragen nur noch die bizarren Gipfel aus dem Wasser. Ha Long Bay war tatsächlich Schauplatz zahlreicher Schlachten gegen die Chinesen. Die unzähligen Buchten und Höhlen waren ein ideales Versteck für die Vietnamesen, die den Feind in manchen Hinterhalt locken konnten. Jahrhundertelang fanden auch Piraten und Rebellen, die die hiesigen Gewässer unsicher machten, Unterschlupf. Die größte Grotte wurde mit befestigten Wegen und effektvoller Beleuchtung für Touristen zugänglich gemacht. Eine steinerne Kathedrale, entstanden in Jahrmillionen. Nur wenige der schroffen Inseln, die im Volksmund oft nach Tieren oder Geistern benannt wurden, sind bewohnbar. Einige tausend Vietnamesen leben jedoch auf Hausbooten und in schwimmenden Dörfern. Unter den aus Holz und Bambus errichteten Häusern züchten sie in Käfigen und Netzen Fische, Krebse, Langusten und Perlen. Der Tourismus erschloss den Frauen dieser Siedlung eine neue Einnahmequelle. Während die Männer fischen, rudern sie Besucher durchs Dorf. Das ist mit Rathaus und Schule übrigens gut ausgestattet. Dass die Energieversorgung ebenfalls gesichert ist, lässt sich ebenso wenig überhören
wie die Tatsache, dass auch in der Halong-Bucht westlicher Disco-Sound geschätzt wird. Mit einem heftigen Wolkenbruch ist in Hue während der Wintermonate immer zu rechnen. Die Stadt in Zentralvietnam zählt zu den regenreichsten des Landes. Die Temperaturen sinken allerdings nicht unter 12 Grad. Die Einwohner haben sich mit der klimatischen Besonderheit arrangiert. Kein Grund, die Fahrt mit dem Zweirad zu unterbrechen oder gar die gute Laune zu verlieren. Regenschutz und Improvisationstalent sind gefragt. Gut 300.000 Menschen leben in der Provinzhauptstadt am Songwon, am Parfumfluss. Seinen poetischen Namen verdankt er duftenden Pollen, die er gelegentlich transportiert. Der mächtige Flaggenturm lässt die einstige Bedeutung Hues erahnen. 10 Tore führen in die Zitadelle. Der Bau der Befestigungsanlage dauerte über 30 Jahre. Begonnen wurde er 1802. Das Jahr, in dem Hue zur Hauptstadt Vietnams wurde. Eine hier ansässige Adelsfamilie hatte sich nach zahlreichen Kriegen gegen das Herrschergeschlecht in Thanh Long, dem heutigen Hanoi, durchgesetzt. Eine Festung innerhalb der Festung bildet die alte Kaiserstadt, eine fast originalgetreue Nachbildung der verbotenen Stadt in Peking. Die komplette Anlage ist in Nord-Süd-Ausrichtung angelegt. Jedes Detail steht im Einklang mit der Natur. Nichts ist zufällig, alles hat Symbolcharakter. Auch Verwaltung und Rechtsprechung folgten strengsten konfuzianischen Prinzipien. Hier bereiteten sich die Militär- und Zivilmandarine auf Audienzen beim Kaiser vor. Das starre Festhalten an glanzvollen Riten und der glorreichen Vergangenheit entfremdete die Machthaber im Laufe der Zeit immer mehr von der Bevölkerung. Während es im Land zu Bauernrevolten kam, beklagte sich der Hof beispielsweise über unerträgliches Chaos, Störungen kaiserlicher Prozessionen und ungebührliche Straßenhändler außerhalb der Palastmauern. Unter den ersten drei Herrschern erlebte Vietnam trotzdem eine kurze Blütezeit. Der vierte Kaiser, Thu Duc, verlor sein Reich im Jahr 1888 an die Franzosen. Hue blieb zwar bis 1945 formal weiterhin Kaiserstadt, die Herrscher von Frankreichs Gnaden hatten allerdings keinerlei Macht, was den Hof nicht daran hinderte, sich weiterhin selbst zu feiern. Die Kaiser von Hue haben China im wahrsten Sinne des Wortes bis in den Tod kopiert. Nach Vorbild der Ming-Gräber ließen sie sich in der Umgebung der Stadt in gewaltigen Grabanlagen bestatten, mit deren Bau sie bereits zu Lebzeiten begannen. Steinfiguren von Mandarinen, Elefanten und Pferden geben Kaiser Cai Din das letzte Geleit. Cai Din, der von 1916 bis 1925 herrschte, war im Prinzip nur eine Marionette Frankreichs. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kolonialherren Vietnam längst in drei Protektorate eingeteilt. Tonkin im Norden, Cochin China im Süden und Hue war die unbedeutende Hauptstadt von Annam, Zentralvietnam, an dem sie am wenigsten Interesse hatten.
Tuduk ließ sich eine romantische und palastartige letzte Ruhestätte errichten, die er schon zu Lebzeiten gerne nutzte. Der Kaiser beschrieb sich selbst als feinsinnigen Poeten, der sich mit Vorliebe, Träumen und schwärmerischen Stimmungen hingab. Es ist das einzige Mausoleum mit einem Theater. Die Aufführungen sollen bis zu 100 Tage gedauert haben. Der Stelenpavillon und die Ehrengarde aus Mandarinen flankieren wie in allen Kaisergräbern von Wei den Weg zum Grab. Doch auch hier hatte Tuduk Sonderwünsche. Die größte Marmorstele des Landes musste es mindestens sein, um seinen Lebensweg ausführlichst zu schildern. Als einziger Kaiser hat er die Inschrift selbst verfasst. Eine Aufgabe, die üblicherweise der Nachfolger übernahm. Ob er erwähnt hat, dass ausgerechnet in seiner Amtszeit der Niedergang der Monarchie fiel? Tuduk herrschte exakt von 1847, als die Franzosen Da Nang bombardierten, bis 1883, als sie schließlich Hanoi eroberten. Am Abend dann eine Heldenverehrung der friedlichen Art. Fußball ist auch in Vietnam Sportart Nummer 1. Bei Länderspielen fiebert die ganze Nation mit. Gegen Malaysia setzt es leider eine Niederlage. Der Traum, einmal bei einer Weltmeisterschaft die ganz Großen herauszufordern. Direkt am Parfumfluss liegt die ehemalige Residenz des französischen Gouverneurs. Das Gebäude beherbergt heute ein Luxushotel. Eine komfortable Gelegenheit für Wei-Besucher, einmal in kolonialer Pracht zu schwelgen. Eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg zur großen Feier. Vietnamesischer Alltag präsentiert auf der vielbefahrenen Bühne des Highway One. Die Nationalstraße verläuft von der chinesischen Grenze bis in den tiefsten Süden des Landes. Über 2000 Kilometer Impressionen am Fahrbahnrand. Von der Fläche her ist Vietnam ungefähr so groß wie Deutschland. Die Landesform erinnert an eine Tragestange mit zwei Reiskörben. Das riesige Delta des Roten Flusses im Norden, das des Mekong im Süden. Dazwischen der lange, schmale Küstenstreifen, der das Land stets anfällig machte für eine Teilung. Ziemlich genau in der Landesmitte liegt Lang Co, berühmt für seine Fischspezialitäten. Ein schmackhaftes und als wichtiger Proteinlieferant geschätztes Lebensmittel. Die örtlichen Fischer haben freie Wahl. Lagune oder offenes Meer. Südlich von Lang Co windet sich die Straße zum Wolkenpass in die Höhe. Er bildet die Wetterscheide zwischen subtropischem Klima im Norden und tropischem im Süden. Dank eines 2005 eröffneten Tunnels stellt der Gebirgszug verkehrstechnisch kein Hindernis mehr dar. Auch kulturell und politisch ist er keine Trennlinie mehr. Von ganz anderen Zeiten könnten die Befestigungsanlagen auf der Passhöhe. Franzosen, Japaner, die vietnamesischen Unabhängigkeitskämpfer, zuletzt die Amerikaner.
Sie alle wollten das strategisch wichtige Nadelöhr kontrollieren. Bis ins 15. Jahrhundert bildete der Wolkenpass die natürliche Barriere zwischen Vietnam und dem Königreich Champa, zwischen chinesischer und indischer Kultur. Die Vietnamesen konnten den Pass erst 1471 endgültig überwinden und ihr Territorium nach Süden ausdehnen. Zurück auf Meereshöhe, die Vorboten der Millionenstadt Da Nang. Die viertgrößte Metropole des Landes musste wegen ihrer offenen Lage am Meer gleich mehrfach als Einfallstor für feindliche Mächte herhalten. 1847 begannen hier die Franzosen ihre Eroberung Vietnams. 1965 gingen die ersten amerikanischen GIs an Land. Heute ist der internationale Flughafen das Tor nach Zentralvietnam. Bis zu 100 Meter hoch ragen die Marmorberge aus der Ebene. Die Bewohner von Quang Nam bedienen sich an dem örtlichen Rohstoff seit Hunderten von Jahren. Mit Kunstwerken aus dem Dorf der Steinmetze wurden bereits die Kaiser in Wei versorgt. Marmor von hier wurde auch für den Bau des Ho Chi Minh-Mausoleums verwendet. Die größtmögliche Ehre. Wasser, Metall, Holz, Feuer, Erde. Die Vietnamesen nennen sie Berge der fünf Elemente. Der Legende nach sind die fünf Kalksteinfelsen Eier eines riesigen Drachen. Auf dem höchsten, dem Wasserberg, haben buddhistische Mönche ein Kloster errichtet. Unter Tage werden auch zahlreiche Schutzgeister verehrt. Während des Vietnamkriegs verschanzte sich hier die Befreiungsfront und unterhielt ein Lazarett. Die Unterstützer Ho Chi Minhs schafften es immer wieder, amerikanische Hubschrauber abzuschießen. Bei einer Vergeltungsaktion der US-Streitkräfte kam es in der Höhle zu einem Massaker, bei dem viele Widerstandskämpfer, aber auch Frauen und Kinder ihr Leben verloren. Von der Bergspitze aus konnte der Viet Cong seine Gegner beim Fronturlaub beobachten. Der legendäre China Beach. Der kilometerlange Sandstrand ist eine der größten Baustellen Vietnams. Überall wachsen Luxusresorts in die Höhe. Die zahlungskräftigen Gäste sollen bald aus aller Welt direkt nach Da Nang einfliegen. So zumindest der Plan der Investoren. Nur wenige Kilometer südlich, am Strand von Hoi An, wird deutlich, dass die Rechnung aufgehen könnte. Ein Badeurlaubsparadies, das es mit jedem anderen Traumziel in Asien aufnehmen kann. Das Potenzial Vietnams scheint grenzenlos. Bei über 3000 Kilometern Küstenlinie finden sich Strände, Buchten und Wellen nach jedem Geschmack.
Vom Meer aus erreicht man nach 5 Kilometern auf dem Tu-Bon-Fluss Hoi An. Kaum zu glauben, dieses idyllische Städtchen war einst der bedeutendste Hafen Vietnams. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert sogar einer der führenden in ganz Südostasien. Unter seinem damaligen Namen Phai Pho, abgeleitet von Hai Pho, Geschäfte am Meer. Die Versandung der Hafeneinfahrt und die Tatsache, dass die Eisenbahn an der Stadt vorbeigebaut wurde, versetzte Hoi An in eine Art Dornröschenschlaf. Heute sehr zur Freude der Besucher und somit auch zur Freude der Einwohner. Die Kleinstadt ist mittlerweile das beliebteste Reiseziel des Landes. Die Mischung macht's. Ein malerisches Städtchen plus Strand und Kultur. Fertig ist die unglaubliche Erfolgsgeschichte. Eigentlich wie früher, nur dass damals Handel statt Urlaub die Motivation war. Im Jahr 1535 eröffneten die Portugiesen ihre Niederlassung, die ersten Europäer in Vietnam. Holländer, Briten und Franzosen folgten später, angelockt vor allem von Gewürzen, Edelhölzern und Seide. Die große Mehrheit der Zuwanderer waren geschäftstüchtige Chinesen. Viele Häuser stammen aus dem 16. Jahrhundert und werden seit zig Generationen von denselben Familien bewohnt. Tang Ki kam einst aus Südchina nach Phai Pho und legte den Grundstein des Familienreichtums mit Tee, Zimt und Nüssen. Die Chinesen lebten in 5 verschiedenen Gemeinden zusammen, entsprechend ihrer Herkunftsprovinz. In Versammlungshallen und Tempeln debattierten sie über Handelsfragen und ehrten die gemeinsamen Ahnen und Schutzgötter. Die Chua Ba Versammlungshalle wurde von allen Gemeinden genutzt. Sie ist Tien Hao, der Schutzgöttin der Seefahrer, gewidmet. Auf deren Hilfe waren alle angewiesen, die wertvolle Waren über stürmische Meere transportierten. Chinesische Familien aus aller Welt, die in Phai Pho ihre Wurzeln haben, besuchen die Einrichtungen noch heute und unterstützen sie finanziell. Die japanische Brücke, errichtet 1593. Nippon war der zweitwichtigste Handelspartner des damaligen Vietnam. Entsprechend viele japanische Geschäftsleute ließen sich in Hoi An nieder. Über die Holzbrücke gelangten sie von ihrem Wohnareal in das chinesische Viertel. Ein anderer Zugereister, der Franzose Alexandre de Rhodes, kreierte in Hoi An Revolutionäres. Er brachte die vietnamesische Sprache zu Papier, ohne die bisher üblichen Schriftzeichen erlernen zu müssen. Er wollte sich damit seine Missionarstätigkeit erleichtern. Der Jesuitenpater entwickelte eine Umschrift, lateinische Buchstaben mit Akzenten, die die Tonhöhen markieren. 1918 wurde sein System zur offiziellen Schreibweise und löste die komplizierten chinesischen Schriftzeichen ab. Die Marktfrauen belassen es beim gesprochenen Wort. Preisschilder sind nicht nötig. Kein Vergleich zu früher, aber reger Fährverkehr herrscht nach wie vor auf dem Tu Bon. Auf diese Weise geht es deutlich schneller auf die im Fluss gelegene Insel Cam Nam als über Straßen und Brücken. Und man kann auch noch die Tricks und Kniffe der Schiffsführer bewundern. Das Boot von Captain Fu wurde natürlich auch auf Cam Nam gefertigt, der Insel der Schiffsbauer und Holzschnitzer.
Die Handwerkskunst liegt den Insulanern seit jeher im Blut. Kaiser Gialong beorderte 1802 das halbe Dorf nach Wei. Der Auftrag? Verschönerung der neuen Hauptstadt. Ein Handwerk, sei es Holzschnitzer oder Friseur, erlernen zu dürfen, ist heutzutage keineswegs garantiert. Trotz des beeindruckenden Wirtschaftswachstums ist die Jugendarbeitslosigkeit ein ernsthaftes Problem in Vietnam, einem Land mit einer extrem jungen Bevölkerung. Über die Hälfte wurde nach 1975 geboren. Wer eine Lehrstelle hat, muss zudem in Vorkasse gehen. Es ist üblich, dass die Familie des Azubis den Ausbilder dafür bezahlt, dass er sein Wissen weitergibt. Hoi Ans Promenade vom Wasser betrachtet. Direkt am Fluss liegt auch das Life Heritage Resort. Es ist das einzige der örtlichen Luxushotels, das nicht auf Strand, sondern auf Stadtnähe setzt. Schwimmen kann man schließlich auch hier. Die wuselige Altstadt mit ihrem vielfältigen Kulturprogramm ist nur ein paar Schritte entfernt von der tropischen Idylle. Nach Musik, Tanz und Gesang eine weitere traditionelle Kunstform. Zumindest wenn man so elegant auf dem Flug surft. Der Reisanbau. Mit viel Geschick zu reichem Lohn. Etwas Wetterglück gehört auch dazu. Dann sind 3 Ernten pro Jahr möglich. Die Bauern pachten ihre Schollen in der Regel für 50 Jahre. Besitzen dürfen sie das Land nicht. Trotzdem ist die Motivation groß, seit die Privatwirtschaft wieder erlaubt ist. Mittlerweile ist Vietnam der zweitgrößte Reisexporteur nach Thailand. Als noch für das Kollektiv geackert wurde, musste das Grundnahrungsmittel importiert werden. Ein Großteil der Bevölkerung hungerte trotzdem. Könnte man als Reisbauer schöner zur letzten Ruhe gebettet werden, als an dem Ort, wo man sein halbes Leben verbracht hat? Die Herstellung einer für die vietnamesische Küche unerlässlichen Zutat: Reispapier. Aus Reismehl gebacken, dann in der Sonne getrocknet, schließlich mit köstlichen Zutaten gefüllt und als Frühlingsrolle serviert.
Relikte einer einstigen Großmacht. Zwischen dem 2. und dem 10. Jahrhundert war das heutige Hoi An der Haupthafen des Königreichs Champa, Vietnams mächtigem Rivalen im Süden. Die Cham beherrschten zuerst als Piraten, später als Kaufleute die Meere. 30 Kilometer flussaufwärts errichteten sie ihr geistiges Zentrum, das hinduistische Heiligtum My Son. Der rege Seehandel mit Indien hatte neues Gedankengut ins Land gebracht, das die alten Kulte ablöste. Die Herrscher wurden als Gottkönige verehrt und hatten absolute Macht. Der Großteil der Bevölkerung betrieb Ackerbau und verehrte Fruchtbarkeitsgöttinnen. Die Bautechnik der Cham beeindruckt noch heute. Die Backsteine wurden vor Ort gebrannt, mit Harz verfugt und dann mit Feuer verfestigt. In My Son ragten einst 70 Bauten aus dem Dschungel. Die Bomben der Amerikaner im Vietnamkrieg verschonten nur 20 der bröckelnden Ziegelkolosse. Das Königreich erstreckte sich bis nach Angkor in Kambodscha. Die Cham lieferten sich mit den Vietnamesen endlose Kriege und es gelang ihnen mehrfach, bis ins Delta des Roten Flusses vorzudringen und Hanoi zu plündern. Von 1471 an, als die Vietnamesen über den Wolkenpass vordrangen, zerfiel Champa immer mehr. Die Herrscher wurden schließlich zu Vasallen der nördlichen Nachbarn. Heute leben die Cham als Minderheiten in Vietnam, aber auch in Kambodscha und Malaysia. Traditionelle Cham-Klänge. Dargeboten in Po Naga, einst die Tempelstadt des südlichen Champa. Vier von ehemals 10 Tempeln sind noch erhalten. Sie wurden zwischen dem 7. und 13. Jahrhundert errichtet. Der Ka Lan, das Hauptheiligtum, ist 24 Meter hoch. Über dem Eingang tanzt der vierarmige Shiva. Im Innern des Tempels wartet seine Gattin, Po Naga, die zehnarmige Muttergöttin der Cham. Die Gläubigen bitten durch Opfergaben um Beistand in den verschiedensten Lebenssituationen. Besondere Macht wird Po Naga als Fruchtbarkeitsgöttin nachgesagt. Vietnamesen, stets offen für verschiedene Religionen und Kulte, verehren sie ebenso wie die Cham. Diese Cham-Mädchen tanzen zur Unterhaltung der Besucher. Zu rituellen Tänzen versammelten die Cham sich einst im Mandapa. Heute stehen nur noch die 14 Säulen der überdachten Halle, in der auch Opfer vorbereitet wurden. Zu Füßen Po Nagas erstreckt sich Nha Trang. Rund 350.000 Einwohner leben in der Provinzhauptstadt, der Tourismus und Fischfang seit Jahren einen kontinuierlichen Aufschwung bescheren. Die Lage in einer geschützten Bucht schätzten schon die Cham. Die Franzosen genossen außerdem das ganzjährig angenehm milde Klima und bauten die Stadt zu ihrem Nizza des Orients aus. Der auf einem Hügel sitzende 14 Meter hohe Buddha ist das weithin sichtbare Wahrzeichen Nha Trangs. Reliefs erinnern an die buddhistischen Mönche und eine Nonne, die sich 1963 in Hue und Saigon auf offener Straße verbrannten. Sie protestierten gegen das Regime von Präsident Diem, Südvietnams Herrscher von Amerikas Gnaden. Diem hatte den Katholizismus zur Staatsreligion erklärt und ließ Buddhisten gnadenlos verfolgen.
Die Schutzmacht USA, die das korrupte Regime als Bollwerk gegen den Kommunismus finanzierte, schaute tatenlos zu und bereitete im Hintergrund bereits den Krieg gegen Nordvietnam vor. Den Vietnamesen den Buddhismus verbieten. Eine geradezu aberwitzige Idee, die niemals funktionieren konnte. Seit zwei Jahrtausenden bildet er eine der tragenden Säulen der Gesellschaft. Allerdings nie so allumfassend wie in manchen Nachbarländern. Die Gläubigen haben die buddhistischen Praktiken immer mit Elementen aus anderen Religionen und Philosophien vermischt. Taoismus, Konfuzianismus, Ahnen- und Geisterkulte, alle beeinflussen ebenso die Lebensweise der Vietnamesen. Die Schutzgeister müssen milde gestimmt werden, egal ob auf hoher See oder im Straßenverkehr. Die Fahrt geht zu den Inseln vor der Küste Nha Trangs. Nachschub für die Kühlregale rund um den Globus. Vietnam ist der größte Exporteur von Fisch und Meeresfrüchten. Die Korbboote sind das traditionelle Fortbewegungsmittel der Insulaner. Es gibt auch die motorisierte Variante, die für eilige Touristen aber immer noch zu langsam ist. Das kitschige Design täuscht. Das Aquarium auf der Insel Hon Mue ist auch für Erwachsene ein Erlebnis. Dies sind alles Bewohner der Gewässer rund um Nha Trang, die zu den artenreichsten der Welt gehören. Seit 1895 beherbergt die Stadt ein Meeresforschungsinstitut. Der Gründer, ein Schüler des legendären Pasteur, ist so ziemlich der einzige Franzose, der von den Vietnamesen bis heute verehrt wird. Auch Korallen gedeihen hier prächtig. Allein um eine einzige Insel herum wurden mehr Arten gezählt als in der gesamten Karibik. Nicht nur für Taucher und Schnorchler ein traumhaftes Urlaubsziel. Das dachte sich auch ein in der Ukraine reich gewordener Auslandsvietnamese und investierte auf der Bambusinsel. Dort gibt es neben zwei Fischerdörfern jetzt ein riesiges Luxusresort inklusive Vergnügungspark. Zum Einschweben auf die Insel wurde eine über 3 Kilometer lange Seilbahn ins Meer gebaut. Auch entlang der Promenade von Nha Trang wird eifrig investiert und gebaut. Luxushotels wie das Sunrise locken mit einfallsreicher Architektur und perfektem Service. Bisher scheint die Rechnung aufzugehen. Nicht nur in das einstige Nizza des Orients kommen jedes Jahr mehr Besucher. Ganz Vietnam boomt. Langfristig hofft man, einmal Thailand den Rang abzulaufen. Die Voraussetzungen sind jedenfalls nicht schlecht. Zur landschaftlichen Schönheit und kulturellen Vielfalt gesellt sich eine erfreulich niedrige Kriminalitätsrate. Statistisch gesehen ist man in kaum einem anderen Land der Erde sicherer unterwegs. Sure.
Fernab der touristischen Hochburgen ist der Unterricht für den Nachwuchs beendet. Aus einzelnen Schülern wird eine fröhliche Lawine, die sich auf den Heimweg macht. Auch sie werden bald die Schulbank drücken müssen. Das Bildungsniveau ist schon immer hoch in Vietnam. Das konfuzianische System und später die Kampagnen Ho Chi Minhs legten den Grundstein dafür, dass es heute nur noch 6% Analphabeten gibt, weniger als in Singapur. Zwischen Nha Trang und Saigon erstreckt sich das zentrale Hochland. Die höchsten Gipfel erreichen 2600 Meter. Flache Hochebenen vulkanischen Ursprungs prägen im Gegensatz zum Bergland des Nordens die Szenerie. Ein interessantes Terrain, in dem erste Tourveranstalter bereits Fahrradreisen anbieten. Dank der fruchtbaren Basaltböden herrscht intensive Landwirtschaft vor, in der noch immer die Mehrheit der Vietnamesen beschäftigt ist. Die Region versorgt das halbe Land mit Obst, Gemüse und Blumen. Angesichts der zahlreichen Ehrentage, an denen bestimmte Berufsgruppen beschenkt werden, ist Nachschub auch dringend geboten. Hier kurierten die Franzosen ihr Heimweh. Da Lat. 1897 gab es lediglich ein Sanatorium für französische Soldaten. Die Kolonialherren hatten den Ort wegen des kühlen Klimas als geeignet befunden. 1912 gründeten sie die Stadt, die bald zur beliebtesten Sommerfrische im Land wurde. Im letzten halben Jahrhundert ist die Provinzhauptstadt rasant gewachsen. Wie überall im dünn besiedelten Hochland lebten hier bis 1954 vor allem Angehörige verschiedener Bergvölker. Nach der Teilung Vietnams flüchteten viele Katholiken aus dem Norden in die fruchtbare Region. 1975, nach der Wiedervereinigung, folgten Hunderttausende Wirtschaftsflüchtlinge aus den übervölkerten Küstenprovinzen. Am Bahnhof kamen ab 1917 die Reisenden aus Saigon an. Heute verkehrt nur noch ein Ausflugszug in die nähere Umgebung. Sanatorium und Eisenbahn folgten Hotels, ein Casino und weitere Hotels. Fertig war die schickste Bergstation des fernen Ostens. Die beste Adresse in der Stadt war und ist das vor einigen Jahren in altem Glanz wiedereröffnete Dalat Palace Hotel. Da Lat war nicht nur Sehnsuchtsort französischer Soldaten und Beamter. Auch wohlhabende Familien aus Saigon flohen vor der tropischen Hitze und bauten hier ihre Wochenendhäuser und Altersruhesitze. Sogar der Wei-Kaiser Bao Dai ließ sich 1945 in der Bergidylle nieder, nachdem ihn die Franzosen um Amt und Würden gebracht hatten. In der Umgebung der Stadt stürzt der Da Nim ins Tal. Um den Namen des Flusses rankt sich, wie meistens in Vietnam, eine Legende. Das Mädchen Nang und der Knabe Biang liebten sich, konnten aber nicht heiraten, weil sie aus verschiedenen Bergvölkern stammten. Sie verließen ihre Familien und gingen in den Dschungel, um zu sterben. Zu ihrem Begräbnis kamen alle Tiere und weinten so sehr, dass der Da Nim entstand. Das Wasser der Augen. Das zentrale Hochland ist nicht nur der Obst- und Gemüsegarten Vietnams. Auch Kaffee, Tee und Kautschuk gedeihen prächtig.
Wie schon zu Kolonialzeiten werden sie zum Großteil für den Export angebaut. Mit dem Unterschied, dass damals die Franzosen das Land ausbeuteten und die Gewinne einstrichen, während die Produkte heute für relativen Wohlstand in der Region sorgen. Oben ist der Himmel, unten der Kaffee. Das regionale Sprichwort wird in der Hochebene eindrucksvoll bestätigt. Vor den Häusern werden Kaffeebohnen in der Sonne getrocknet. Die Region liefert fast die komplette Menge des weltweit zweitgrößten Produzenten. Nur Brasilien exportiert mehr. Rush Hour in Vietnams Mega-Metropole. 5 Millionen Mopeds sind registriert in Ho Chi Minh-Stadt, wie sie offiziell seit der Wiedervereinigung heißt. Die offiziell 8 Millionen Einwohner nennen sie nach wie vor Saigon. Beide Zahlen dürften untertrieben sein. Im Verkehrsgewühl würden die strategischen Fähigkeiten eines Tran Hung Dao weiterhelfen. Der Nationalheld schlug im 13. Jahrhundert den gefürchteten Kublai Khan zurück. Noch 1859 reihten sich am Saigon-Fluss lediglich 40 Dörfer. Etwa 40.000 Menschen lebten hier. Heute erwirtschaftet rund ein Zehntel der Bevölkerung ein Viertel des gesamten Bruttosozialprodukts Vietnams. Hier konzentrieren sich ein Drittel aller Klein- und Leichtindustriebetriebe sowie 35% des Handels. Erfreulich für die Besucher der Megacity, Hauptattraktionen wie die Kirche Notre Dame konzentrieren sich auf 2 von 19 Distrikten, was stauträchtige Fahrten vermeidet und zu Spaziergängen einlädt. Die Hauptpost wurde von Gustave Eiffel, dem Erbauer des Eiffelturms in Paris, entworfen und wie die benachbarte Kirche Ende der 1880er Jahre fertiggestellt. Der koloniale Glanz des Paris des Ostens, das fast 100 Jahre lang von den Franzosen regiert und geprägt wurde. Treffpunkt der feinen Gesellschaft war und ist die Oper. In den Jahren der Landesteilung tagte hier die Nationalversammlung der sogenannten Demokratischen Republik Südvietnam, die ohne die Finanzspritzen der Amerikaner keinen Tag überlebt hätte. Die legendäre Rue Katina, die einstige Einkaufs- und Flanierstraße der Franzosen, später die sündige Bar- und Rotlichtmeile der Amerikaner. Heute darf auf der jetzt Dong Koi genannten Allee wieder shoppen, wer es sich leisten kann. Die Preise und Ladenmieten sind die mit weitem Abstand höchsten im Lande. An das traurigste Kapitel der Landesgeschichte erinnert der ehemalige Sitz der südvietnamesischen Regierung. Als die Panzer des Nordens am 30. April 1975 das so geschmähte Weiße Haus von Saigon stürmten, bedeutete dies das Ende eines 11 Jahre andauernden Krieges, der Vietnam zum meist bombardierten und vergifteten Land der Geschichte gemacht hatte. Begonnen von den USA ohne offizielle Kriegserklärung zur Eindämmung des Kommunismus, der angeblich die freie Welt bedrohte. Im Hotel Rex hielten die Amerikaner ihre tägliche Pressekonferenz ab, von den Berichterstattern 5 Uhr Märchenstunde genannt. Nach der militärischen Niederlage verhängten die Vereinigten Staaten ein Handelsembargo, das das kriegszerstörte Land bis 1990 noch lange in bitterster Armut hielt. Es wurde erst 1994 von Präsident Bill Clinton aufgehoben.
Eines der Wahrzeichen Saigons ist der Ben Thanh Markt. Hier lässt sich die Warenvielfalt des neuen Vietnam bewundern. Kaum ein Produkt, das nicht erhältlich wäre. Der Konsumsozialismus scheint zu funktionieren, auch ohne das entfesselte, freie Spiel des Marktes. Natürlich wird auch das wichtigste Grundnahrungsmittel gehandelt, dessen Bedeutung schon sprachlich belegt ist. Komm, Reis, ist auch das Wort für Essen allgemein. Im Angebot ist auch das Nationalgericht. Eine Pho bekommt man in Vietnam zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Nudelsuppe mit Rindfleisch. Wahlweise aber auch mit Schwein, Huhn oder Garnelen. Dieses glückliche Paar wird seinen Gästen in einem der Saigoner 5-Sterne-Hotels gleich deutlich raffiniertere Speisen vorsetzen lassen. Dreharbeiten auf der Hochzeitsfeier werden an der Rezeption freundlich, aber bestimmt untersagt. Schade, aber Privatsphäre muss sein. Ein Erlebnis für Gaumen und Sinne ist dann aber auch das Frühstück im Hause Mövenpick. Die Köche erfüllen den Gästen jeden Essenswunsch. Wer wie der Großteil der Vietnamesen in den Tag starten will, genießt eine würzige Pho schon zu früher Stunde. Sogar Laugengebäck ist im Angebot. Die Qual der Wahl haben auch Obstfreunde. Und ein kulinarischer Gruß aus der Heimat des Unternehmens darf natürlich nicht fehlen. Inmitten des Metropolentrubels hat auch das Religiöse seinen Platz. Die Mönche bei der Mittagsandacht. Das rote Sonnenrad auf der zentralen Buddha-Statue ist ein seit Jahrtausenden verwendetes Sinnbild für Glück. Aller Toleranz zum Trotz gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in Vietnam. Der Staatschef muss entweder offizieller Buddhist sein oder gar keiner Religion angehören. Die Vielschichtigkeit des Glaubens in Vietnam wird in dieser Pagode deutlich. Sie ist dem Jade-Kaiser, der höchsten Gottheit des Taoismus, gewidmet. Die Gläubigen verehren hier neben zahlreichen taoistischen Göttern gleichberechtigt auch Buddha. Die Religionen haben sich im Laufe der Zeit wie in keinem anderen Land vermischt. Hier eine Geldspende an den Finanzgott, der für geschäftlichen Erfolg sorgen soll, dort ein inbrünstiges Gebet zu Buddha. Und natürlich Opfergaben für die Ahnen. Wer sie nicht ehrt, hat selbst keine glückliche Zukunft, keinen Erfolg. Der Vietnamese ist nur in der Familie, in der endlosen Kette der Vorfahren und Nachfahren geborgen. Cholon,
Großer Markt wurde von chinesischen Einwanderern als eigenständige Stadt gegründet. Heute ist es einer der größten und am dichtesten besiedelten Stadtbezirke Saigons, in dem noch immer rund eine 500.000 Auslandschinesen leben. Zuwanderer aus Kanton errichteten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Tianhao-Pagode. Wer gerade aus China angekommen war, begab sich unverzüglich dorthin, um der Göttin für das sichere Geleit im südchinesischen Meer zu danken. Die zahllosen Keramikfiguren erzählen Geschichten und Legenden. Rauch transportiert die Wünsche und Gebete der Gläubigen zu den Göttern und Ahnen. Tian Hao, die Patronin der Fischer und Seeleute. In der Pagode werden aber auch die Göttinnen der Fruchtbarkeit und der Mütter und Neugeborenen verehrt. Im Herzen Cholons liegt das Luxushotel The Equatorial. Das hauseigene Restaurant gehört zu den besten des Landes und wurde vielfach ausgezeichnet. Frischer geht es wirklich nicht. Der Gast wählt das Objekt der Begierde aus und kann dann Chefkoch Kim bei der Zubereitung zuschauen. Westlich von Saigon werden nochmals die Schrecken des Vietnamkrieges deutlich. Die von Napalmbomben und Entlaubungsmittel zerstörten Wälder sind mittlerweile nachgewachsen. Hunderttausende Vietnamesen leiden aber noch immer unter den Folgen der Giftgase. Noch heute kommen missgebildete Babys zur Welt. Insgesamt ließen 3,5 Millionen nord- und südvietnamesische Soldaten und Zivilisten ihr Leben. Weitere 4 Millionen wurden verwundet. Die Zahl der getöteten GIs wird offiziell mit 60.000 angegeben. Sie dürfte aber weit größer sein. Mehr als 10.000 Widerstandskämpfer, viele davon Frauen, starben in den Tunnelsystemen, die zum Symbol für den Kampf des vietnamesischen Volkes gegen Unterdrückung wurden. Militärisch eigentlich chancenlos gegen die Supermacht, aber zumeist unsichtbar. Tagsüber hielten die Vietcong sich versteckt. Nachts demoralisierten sie die GIs mit Überraschungsangriffen aus dem Nichts. Das Netz der engen Tunnel und Gänge erstreckte sich über 200 Kilometer von der kambodschanischen Grenze bis fast ins Zentrum von Saigon. Die Partisanen lebten zum Teil monatelang in den klaustrophobischen Verliesen, die in mehreren Ebenen angeordnet waren und bis zu 20 Meter in die Erde reichten.
Ihre Schuhe fertigten die Widerstandskämpfer aus alten Autoreifen. Es gab unterirdische Werkstätten, Lazarette, Konferenzräume und sogar Pagoden. Der Rauch der Feldküchen wurde durch separate Röhren zu anderen Stellen geleitet. Spürhunde wurden von den Vietcong mit erbeuteten GI-Uniformen und scharfen Gewürzen irritiert. Grausame Fallen demoralisierten die Invasoren zusätzlich. Die Amerikaner probierten es mit einer eilig ausgebildeten Spezialeinheit, den sogenannten Tunnelratten, und endlosen Flächenbombardements. Gegen den Freiheitswillen der Vietnamesen hatten sie aber letztlich keine Chance. Die vermutlich farbenfrohste Religionsgemeinschaft der Welt hat ihren Sitz nahe der kambodschanischen Grenze. Seit 1927 wird hier Khao Dai, das von einem Auge symbolisierte höchste Wesen, verehrt. Es war dem Gründer der Sekte, einem vietnamesischen Spiritisten, erschienen. Gott und Menschlichkeit, Liebe und Gerechtigkeit lauten die Prinzipien des Idealglaubens, der die Lehren der Weltreligionen vereint. Zu den vielen Heiligen, die in Gebeten und Geisterbeschwörungen verehrt werden, gehören neben Jesus, Buddha und Konfuzius auch Persönlichkeiten der Weltgeschichte, wie Victor Hugo, Churchill und Isaac Newton. Zu ihren Glanzzeiten Mitte des 20. Jahrhunderts hatte die Sekte 4 Millionen Mitglieder. Die Khao Dai bildeten in den südlichsten Provinzen zeitweise eine Art Staat im Staat mit eigener Verwaltung und Schulen. Sie hielten sogar eine eigene Armee unter Waffen, die gegen die Franzosen und später das Regime in Saigon kämpfte. Unter den Sozialisten musste die Sekte ihre Aktivitäten dann stark einschränken. Allem Spott über religiöses Disneyland zum Trotz hält sich Khao Dai nach wie vor wacker. Rund 500.000 Anhänger verehren, vor allem im Mekong-Delta, nach wie vor das höchste Wesen. Die südlichste Region des Landes wird auch die Reiskammer der Nation genannt. Über die Hälfte des Exports kommt aus dem Mekong-Delta. Tropisches Klima und regelmäßige Überschwemmungen während der Regenzeit sorgen für ideale Anbaubedingungen. Grundlage des perfekten Bewässerungssystems ist aber der große Fluss Südostasiens, der nur die letzten 200 seiner 4000 Kilometer in Vietnam zurücklegt. Da er sich in seinem Delta in 9 Seitenarme aufteilt, wird er Neun-Drachen-Fluss genannt. Inklusive aller Kanäle summieren sich die Wasserstraßen auf eine Gesamtlänge von 5000 Kilometer. Von der ökonomisch wie ökologisch gefährlichen Reismonokultur hat man sich verabschiedet. Auch Soja, Mais und Zuckerrohr werden in großem Stil angebaut. Vor dem Tet-Fest verspricht die Chrysanthemenzucht gute Gewinne. Die Blumen schmücken während der einwöchigen Neujahrsfestivitäten jeden Haushalt. In dem Garten Eden gedeiht auch alles, was gut schmeckt und gesund ist. Und was Besucher aus kälteren Klimazonen sonst allenfalls im Supermarkt bewundern können. Die Drachenfrucht schmeckt nicht nur gut, sie wird auch gerne zur Verzierung von Buffets verwendet. Auch ihre Blüten sind äußerst dekorativ. Die riesigen Jakobsfrüchte können bis zu 10 Kilogramm schwer werden. Ihr faseriges Fruchtfleisch ist saftig süß. Neben Landwirtschaft und Fischfang boomt im Delta auch der Tourismus. Das Angebot ist riesig. Von der Rucksackreise bis zur Bootstour Deluxe.
Als die Vietnamesen vor 250 Jahren das Mekong-Delta erreichten, am Ende des langen Marsches nach Süden, war das sumpfige und fieberverseuchte Gebiet nur spärlich von Khmer besiedelt, die aus dem benachbarten Kambodscha kamen. Heute lebt fast ein Viertel der Bewohner Vietnams in der fruchtbaren Region. Auch rund 1 Million Khmer lebt noch hier. Es handelt sich allerdings weniger um die Nachfahren der Ureinwohner als um kambodschanische Flüchtlinge der letzten Jahrzehnte. Die zweite Minderheitengruppe sind die Cham. Die einstigen großen Rivalen sind auf 100.000 Menschen geschrumpft. In kolonialer Wohlfühlumgebung wird aufgetischt. Kunstvoll angerichtete Frühlingsrollen, gefolgt von einer lokalen Spezialität: Elefantenohrenfisch, frisch aus dem Mekong. Angereichert mit Salat und Gemüse und vor Ort gewickelt. Das Reispapier wird in direkter Nachbarschaft des Restaurants hergestellt. Es gibt die Varianten neutral, leicht gewürzt oder süß. Letztere wird mit Kokosmilch gebacken. Hier wird der Reis zu süßem Naschwerk weiterverarbeitet. Kleinbetriebe, die den andauernden, aber mühsamen Aufschwung im Land symbolisieren. In den letzten 20 Jahren war das durchschnittliche Wirtschaftswachstum nur in China höher. Man darf allerdings nicht vergessen, dass Vietnam damals praktisch bei Null angefangen hat. Für viele Bauern des Deltas beginnt der harte Alltag mit der Fahrt zum nächsten Markt. Der findet zumeist auf dem Wasser statt. Frühmorgens und in den größeren Städten oder an Kreuzungspunkten der Flussarme und Kanäle. Auch hier zeigen sich Unternehmergeist und Fleiß der Vietnamesen. Eigeninitiative lohnt sich wieder und kann zumindest zu bescheidenem Wohlstand führen. Es wird aber noch lange dauern, bis sich eine echte Mittelschicht im Land entwickelt. Die Einkommensschere klafft bereits weit auseinander. Das Heer der Bauern und einfachen Arbeiter in den Staatsbetrieben leidet am meisten unter den steigenden Lebenshaltungskosten und der hohen Inflationsrate. Und natürlich die vielen Arbeitslosen, die keinerlei staatliche Hilfe erhalten. Zumindest hungern muss heute so gut wie niemand mehr zwischen Rotem Fluss und Mekong. Auch Fremdherrschaft und Kriege, die Vietnam so lange lähmten und ausbluteten, scheinen endgültig der Vergangenheit anzugehören. In Cang Tho, der größten Stadt des Deltas, schweift der Blick ein letztes Mal über ein faszinierendes Land.
Ein Land zwischen Tradition und Moderne. Eine riesige Brücke und eine Autobahn nach Saigon wurden eingeweiht. Dort ist der Bau einer U-Bahn geplant, um den drohenden Verkehrsinfarkt zu vermeiden. Von einem Hochgeschwindigkeitszug nach Hanoi ist die Rede. Ein Land im Aufbruch, angetrieben von seiner unermüdlichen Bevölkerung. Ein Land, das noch große Herausforderungen vor sich hat. Doch warum sollte ein Land, das im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle gegangen ist, nicht auch diese meistern können? Ein letztes Wort von Onkel Ho. Es gibt nichts, was schöner ist als Unabhängigkeit und Freiheit. Der meistzitierte Spruch des Revolutionärs, dem wohl jeder Mensch rund um den Erdball zustimmen wird.